Moin, herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Hallo Basti. Hallo Danny. So, wo treibst du dich denn rum? So, wie ihr wisst, ich habe ja eine Pause in Wien gemacht, habe Strafe bekommen, obwohl ich rechtzeitig da war. Und ich habe jetzt auch schon meine nächste Ladung geholt. Feuerwerkskörbe, 11 Tonnen gleich davon. Und muss jetzt nach Banská. Okay. Also in die Slowakei. Ja, ich bin immer noch hier in Schottland, fahre jetzt rüber nach Edinburgh und haben eine Nachtruhe gemacht. Ich muss jetzt hier drehen. Hoffe, dass das gelingt. Ich bin gerade vom Hochfront mit meiner gefährlichen Ware und fahre so langsam los. Mal, wie lange muss? Weil es ist so kein Platz hier. Das ist. Hoffentlich kriege ich den Öffriger jetzt hier rum. Ah, sieht aber gut aus. So, und wir sind wieder auf dem Weg Richtung Firma. Das ist immer gut. Das Wetter ist auch besser. Und ich fahre auf der falschen Seite. Lol. Lol, lol, Hast lol, Startzettel lol, bekommen? lol. Ja, Unfall verursacht. Ich habe meine Kurve nicht gekriegt. Ich bin im Kreisverkehr und kriege meine Kurve nicht. Ja, so ist das eben mit dem amerikanischen Truck. Ja, das glaube ich Ich dir. sag, er ist nicht schlecht. Er sieht geil aus von außen und von innen. Aber das Ding hat manchmal einen Wendekreis wie ein Schlachtschiff. Panzer kann man ja nicht sagen. Panzer kann auf der Stelle wenden. Das stimmt. Ja. So, hier ist 30. Okay. Wir fahren aber 50. Und das in Großbritannien? Oh. Naja. Fahren ja gerade irgendwie einen Berg runter. Not. Noch kein Navi an heute, was ist hier los? Schläft wohl noch. Ich hätte meinen Zuschauern gerne hinten den Anhänger gezeigt, aber es ist momentan 1:30 Uhr morgens und ich habe nicht genug Licht, um euch hinten die Ware zu zeigen. Das sieht man nicht viel, ne? Nee, außer Dunkelheit. Und deswegen, sofern es hell wird, zeige ich auch den LKW wieder von außen, dann wisst ihr, was ich direkt fahre. Genau. Ne? Ich weiß nur, es ist Sonntag, 1:30 Uhr, wir sollen da sein. 3:56 Uhr bis 10:36 Uhr. Oh, was knapp. Ja, wie lange muss ich fahren? F5. 4 Stunden 17 Minuten fahre ich. Ja, dann müsste ich das doch theoretisch schaffen. Eigentlich schön, ja. Ne? Aber ich sehe, ich muss gleich Landstraße fahren. Ah, ich fahre jetzt die ganze Zeit schon Landstraße hier. Nichts geschoben, der Winter ist immer noch da. Und der Wetterbericht hat aber schon Besserung vorhergesagt. Okay. Ja, es wird wärmer. Schön. So, ich muss jetzt hier nach Banská. Banska. Es Slowakei. Ja. Warte wieder. So, wir haben auch noch eine Stunde und 7 Minuten. Sagen wir mal eine Stunde und 18 Minuten bei unserem Fahrstil. Bin eigentlich schon ganz froh, dass ich nicht unten in London irgendwie ausgestiegen bin. Sonst hätte ich die ganze Straße bei der Witterung bestimmt nochmal 2 Stunden gebraucht. Das war eng. Ich bin gerade auf der linken Seite gefahren. So, aber eine sehr, sehr schöne Landschaft ist das hier. Ja, ich sehe Heuballen. Sehr viele Heuballen. Sehr idyllisch. So, da bin ich mal gespannt, was wir nachher irgendwann mal für eine Anschlusstour kriegen. Konsumieren die Ecke. Da bin ich aber sehr, sehr weit entfernt jetzt. Sehr, sehr weit.
So, ich muss jetzt rechts abbiegen. Mit dem Schiff. Mit Schiff. Das wäre auch mal eine Idee. Ich könnte mir was runterziehen, damit ich auch hier Schiffe und sowas transportieren könnte. Ha. Beziehungsweise Boote. Ha. Oder Panzer. Oh, das ist ja auch mal was. So ein Militärkonvoi, weißt du? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich hatte schon mal sowas in der Art gesehen, aber das hat damals nicht so richtig funktioniert. Mal schauen, vielleicht diesmal. Jo. Ich werde mal demnächst gucken. Das wäre nicht schlecht. Weil ich hätte auch mal so Bock, so einen Panzer durch die Gegend zu fahren. Sieht geil aus. So, wie gesagt, hier sind die Straßen mal wieder. Ist nichts gemacht. Kein Ja. Schneepflug, nichts. Eigentlich beschämend. Werden jetzt aber trotzdem mal ein bisschen drauf treten. Ein bisschen Zeit zu sparen. Bin in der Ecke, da darf ich 80 fahren, fahre aber nur 60. So, liebe Freunde, ich habe auch einen CB-Funk. Och nein. Doch, ich habe einen CB-Funk runtergeladen und den werde ich euch präsentieren, wenn ihr wollt. Ja, Dann ich bin gerade über die Grenze gefahren. müsste ich mal kurz ins Menü und dann haben wir auch schon den CB-Funk. Werden wir mal ein bisschen lauter machen, dass ihr auch was versteht. So, und damit Ja. ja, werde mal noch ein bisschen lauter machen, dass auch was verstanden wird. Ja, mach mal! Hörst du das auch? Nein, ja. Nein, Gut, ich höre das nicht. dann hörst du das erst auf der Aufnahme. Toll. Geh mal dahin, wo du herkommst. Also sehr, sehr schön. Auch mit dem CB-Funk ist es sehr, sehr geil. Und die beleidigen sich. So wie es der Realität auch ist. Scheiß K. Was? Was hat er gesagt? Scheiß K hat er gesagt. Wenn du weißt, was ich meine. Mann, oh Mann, oh Mann. Solche Ausdrücke hier. So, ich kann mit Glück sagen, ich bin in 18 Minuten in der Firma. Hast du es gut? Und müssten jetzt schon wieder abfahren hier. Ist das hier die Abfahrt? Ne, die kommt hier vorne, wa? Ja. Aber wie gesagt, auch mit dem CB-Funk ist es ein sehr schönes Toll. Macht die Sache ein bisschen realistischer und lustig ist es auch. In einer Zeit könnte es langweilig werden, wir nervig werden, beziehungsweise nützt. Ja, natürlich, sollst du auch nicht laufend anhaben. Wie gesagt, Radio kann ich euch leider nicht zeigen, wegen der GEMA. Ja. Sehr, sehr schade eigentlich. Außer wenn unsere Zuschauer vielleicht eine Liste erstellen könnten, welche Lieder man spielen könnte. Ja, natürlich, wenn ihr selbst was produziert habt und dann könnte ich theoretisch spielen, weil dann habe ich ja dieses Einverständnis von euch. Genau. Und dann geht das. Ja, also schreib unten in die Kommentare rein. Ah, ich bin in der Stadt. Ne? Und dann
können wir mal schauen, dass wir die Lieder irgendwie bekommen von euch. Dann wird das abgespielt. Das ist ja kein Problem hier denn. Dann kriegen wir auch keinen Stress von der GEMA. Oh, ich bin zu sch. Ich wurde gerade geblitzt. Ja, ich sehe gerade einen Blitzer. Oh, hier ist 30. Wir mal ja, hab ich gemerkt. Abbremsen. Ich hab mein Verkehrsschild eben gerade gesehen. So, ich werde jetzt den CB-Funk mal wieder ausmachen. Mache ich auch in der Realität immer so, weil da kommt nur Spindel. Die Leute wissen manchmal nicht, was sie quatschen sollen. Das ist wie ein großer TS-Server, so ungefähr. So. Wir sind auch schon in einer Minute bei der Firma und werden natürlich heute auch noch den Auflieger holen. Für unser Anschlusstor. Ja, ich muss noch 180 Kilometer fahren. Und damit sind wir hier in Edinburgh. Wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen rechts einordnen. Ja, ich glaube hier rein müssen wir. Ja, wir müssen hier rein. So, hier Engländer lassen uns vorbei, das ist oder rein. Das ist sehr nett. Upsa. So, und dann werden wir uns mal hier an die Rampe stellen. Gewohnt wieder mit Spiegel. So. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen blöd, weil man sieht hier nicht genau, wo man den hinstellen soll. Jetzt aber sieht man es. Hoffe, dass ich jetzt frisch bin. Oh, ich bin richtig. Oh, guck mal an, du. Ich stehe ja ganz gar nicht so schlecht. Okay. So, überall damit, Baustellen auf der Straße. Da. Damit sind wir angekommen. Und dann werden wir mal gucken, was wir so Schönes verdient haben hier. 12.158. Jo. Nicht schlecht. Und ich kriege diese Runde nicht so viel. Und können unsere Fähigkeitspunkte ausbauen. Hochwertige Fracht zu zerbrechliche Fracht. Just in time. Sparsame Fahrweise. Dann gehen wir mal auf Fernfahrten. Nicht auf sparsame Fernreise. Nö. Benzin sparen. Jetzt habe ich den Punkt nur gesetzt. Naja. Gut. So, wir sind in da oben und wir können müssen wir das also wir können nach Calais, nach Frankreich. Ich bin gerade so schnell in die Kurve reingefahren, ab in die Franke. Oder 23 Tonnen Getränke zu mir nach Hause. Nach Calais. Achso. Werden wir das gleich mal holen. Denn das ist ein neuer Auflieger, den habe ich mir besorgt. Bin schon mal gespannt, wie der ausschaut. So, und dann werden wir jetzt mal hier ihn holen gehen. So, hier ist frei. Wie gesagt, ist alles ein bisschen umdenken hier. So, hier ist eine Baustelle. Oh, wäre ich fast reingefahren. So, und die Firma ist gleich hier drüben. Okay. Also werden wir den Auflieger jetzt holen. Wir sind gerade mal bei 15 Minuten. Das ist heute sehr gut. Aber wir haben das ja auf zwei Ports gedrückt. Ja. Gut, ich kann rüberfahren. Könntest du theoretisch eine kurze Strecke nehmen oder ja, so? Ah, jetzt haben wir fast das Geländer mitgenommen. Gott sei Dank habe ich ein bisschen schnell reagiert. So, jetzt muss ich mal gucken, hier ist das Arbeitsamt. Muss ich jetzt hier rein? Ja, jetzt muss ich hier rein.
So, und was ist das für eine Firma? Die heißt Starbuck. Das ist eine Baustelle. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier Getränke abholen soll. Oh, vielleicht haben die Durst, beziehungsweise Wahrscheinlich vielleicht sind das leere. Leergut. So, oder bin ich? Ja, ich bin hier richtig, genau. Da vorne steht schon der Auflieger. Ein schwarzer Auflieger. Schwarz wie die Nacht. So, dann werden wir uns den mal holen, krallen, So schnappen. schwarz wie meine Seele. So, da steht er schön. Ein Kühler. So, ich parke dann gleich mal auf diesem Rastplatz, damit ich die Ware zeigen kann hinten. Hier wird wahrscheinlich irgendwas Großes gebaut. Okay. Sieht man mal die Altstadt hier. Sehr schön. So, und damit haben wir den Auflieger. Das ist schön. Ja, das sieht auch sehr, sehr schön aus, muss ich dazu sagen. Mit einem Alien hinten drauf. Lol. Ja, hier ist die Textur ein bisschen verschwommen, da hat es nicht so ganz geklappt, aber okay. Haben wir halt einen schwarzen Auflieger. Macht auch nichts. So, damit werden wir jetzt schon mal losfahren. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Ah, so sieht das aus. Ach, das ist ja schön. Kistenweise Feuerwerkskörper. Uiuiui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Ja, 16. Nee, sind sogar mehr als 16, sind kleine Kisten. Oha. Okay. 16 Stellplätze musst du rechnen, ne? Mit ungefähr 3 bis 4 Kisten hoch. Kleine Kisten. Ah, ist eine Menge. Ja. Gut, dann fahren So. wir auch gleich mal weiter. Wie gesagt, ich fahre schon wieder auf der falschen Seite. Das ist, weil man es nicht gewöhnt ist, ne? Ja, wenn du ein bisschen gemacht hast, wirst du dich dran gewöhnen. So. Na, lässt er mich durch? So, und wir fahren nach Ja. Frankreich. Das ist so schön, das ist so schön. So. Nach Calais. Vielleicht kommen wir auch noch nach. Nein! Oh, hab ich gedacht, der rammt mich, ey. Vielleicht kommen wir auch noch mal nach Paris. Oh, ich muss noch 100 Kilometer fahren. So, ich hoffe zumindest, dass ich dann irgendwie einen Parkplatz hier bekomme. Okay. Dass ich Pause machen kann. Musst du schlafen? Nö, aber Aufnahme ist ja dann zu Ende. Boah, hast du noch ein bisschen? Ja. Wir brauchen jetzt 22 Stunden bis dahin. Na gut, da brauchst du schon ein bisschen länger. Nach Calais. Ich werde mir auch so denken, vielleicht mal quer durch England zu fahren. Mal gucken, wie ich es mache. Und dann unten von England weiter zu fahren. Bis jetzt oben, ne? Ja. Ja, kannst du von oben nach unten fahren und dann wieder über die Grenze. Ja, wir fahren mal jetzt hier nicht ab, wie der uns das sagt. Oder wir müssen doch hier ab. Wir müssen ja hier ab. Lol. Sonst fahren wir ja auf der anderen Seite. Ach Mensch. Siehst du, da. Jetzt wird's ganz komisch. Lol. Lol. Ich glaube, der hat sich ein bisschen geirrt. Oh, ich mache ja gerade einen Verkehrschaos. Falsch gefahren. Ja, ich.
Hab da ein, wollte eigentlich geradeaus fahren, aber da wäre ich ja nicht dahin gekommen, wisst ihr wie? Toll. Also haben wir gerade hier ein Verkehrschaos mal in England verursacht. Und da weiß auch gerade nicht, wohin hier der Nachbar. So, gut. Ja, warum ist das so passiert? Weil ich wieder Deutsch gedacht habe. Verflixt. Und jetzt sind sogar noch nur aus 97 auf der Autobahn. Oder nur aus gut. Ja. Oh, ich fahre gerade mit 85 und bei mir ist 110 erlaubt. Okay. Also ich kann durchtreten. Halt da. Das wollte ich jetzt gar nicht haben. So, wir fahren weiter runter. Ich würde sagen, wir fahren. Jetzt werde ich mir dann vielleicht nochmal überlegen, wie wir es machen am besten. Fahre ich quer durchs Land oder nehme ich die Fähre wieder so wie sie war? Aber ich schätze mal, ich möchte mal durchs Land fahren und dann irgendwo weit unten auf die Fähre steigen. Oder mit der Bahn. Ich glaube, unten fährt doch die Bahn, oder nicht? Das weiß ich nicht, das muss ich ausprobieren. Ich bin hier wieder zu schnell. Mal gucken, wie ich es mache. Ja. Apropos Bahn, bei mir verlaufen gerade Eisenbahnschienen entlang. Und ich überhole gleich einen Kollegen mit 90 Sachen. Versteh Als das nicht. 110 ist erlaubt, weißt du? Aber ich überhole ihn gerade mit 90. Vielleicht fahre ich schon gleich auf die Fähre, so wie sie sein soll. Und ja, müssen wir mal gucken. Ja. Zur Fähre werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen jetzt. Oh, 8 Minuten. Ich habe noch 30 Kilometer. Ich schaffe das. Ich schaffe meine Tour noch in dieser Folge. Okay. Ja, ich fahre jetzt immer fast 80 auf der Autobahn, auch bei der Witterung. Ich möchte es zumindest noch bis auf den Parkplatz schaffen. Ich sag mal Also so, ne, auf der. bis zum Fährhafen. Wenn die Straße gerade ist, dann kannst du ja Vollgas geben, auch bei Schnee. Ne, und also wenn du wieder Kurven hast, ist am Arsch. Na, ein paar Kurven kommen jetzt. Na komm schon, Kleiner, überhol mich. Geht doch. Ach, das sieht doch gut aus. Ich muss hier gleich wieder runter von der Straße. Ah, man merkt schön, das ist schwieriges Fahren. Oh, die haben ja Besserungen angesagt. Ja. So, es wird schon wieder dunkel hier. Sieht aus wie Regen. Ich Ups. möchte zumindest noch mal eine Schneeflocke sehen, aber ich glaube nicht, dass ich da noch dazu komme. Wollte gerade zu früh von der Straße runter. Oh, siehst du? So, jetzt, wenn ich jetzt wüsste, wie weit der Fährhafen noch entfernt ist. Voll gegen das Schild gefahren. Ja, da wollte ich noch ein bisschen mehr ausschwenken, weißt du, wegen dieser Steinwand an der Seite. Warm. Ja. Naja. So, wenn ich das hier weg habe, fahre ich dann rüber nach Frankreich. Um Frankreich werde ich dann mal versuchen, irgendwie mal ins Süden mehr reinzufahren. Also Richtung Italien, Also Slowakei, meine Richtung. ja, in deine Richtung. Ersten Aufenthalt in Banská. Schön. Warum? Toll. Naja, wie gesagt, ich habe jetzt sowieso Rot. So. Sieht fast ganz gut aus, dass ich das bis zum Fährhafen schaffe hier. Ja, hast noch 5 Minuten. Das musst du ein bisschen überziehen. Das stimmt. Aber hier kommt zumindest, fahre ich jetzt gerade einen Berg hoch.
denke mal, das sieht ganz gut aus. Dass das passt, zumindest. Ich brauche noch 2 Kilometer. Oh, ey. Schon wieder eine rote Ampel. Ich fahre ja mit 1500 Umdrehungen, ey, einen Berg hoch. Der hat ganz schön zu kämpfen. Ich habe einen Fußgänger neben mir. Oh Gott, wie sie läuft so. Doch, 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 doch. Upsa. So. So, hier oben ist der altbekannte Parkplatz, wo wir übernachtet haben in der letzten Folge. Also sieht ganz gut aus, dass wir das schaffen. Hoffe ich zumindest. Ja, ich bin auch noch nicht da. Muss jetzt mal echt ein bisschen Gas geben, aber in der Kurve ist es gerade so ein bisschen bescheiden. Ich wusste es. Ja. Fahr auf eine Ampel zu, weißt du, weil ich um die Kurve muss. Die ganze Zeit war sie grün. Und habe ich nochmal auf die Bremse gedrückt, ne? Komm näher. Grün, 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 steht vor ihr rot. Tja, die mag dich halt nicht. Ja. Das. So, jetzt habe ich grün. Ich könnte das noch schaffen. Mal gucken. 3 Minuten. Ah, ich bin ja gerade an den See. Oh, gut. Ich muss jetzt noch einmal um die Kurve. Mal schauen. Na komm, Leute. So. Oh, hoffentlich kommen wir jetzt ohne Probleme hier raus. Jetzt mal die Kanister wegräumen können, bevor wir auf den Hof gefahren sind. So. Rechts stehen hier Kisten. Ja. Und links stehen Container. Das finde ich ja sehr schön. So, ich glaube, das wird eine ganz enge Geschichte. Jo. So, einmal Signal gegeben, dass wir da sind. Einmal hupen. Gabelstapler steht auch schon bereit. Upsa, jetzt sind wir rausgegangen. Überall Kisten. Boah, jetzt wird's richtig eng. So, ich glaub's, ich schaff's nicht in 30 Minuten da zu sein. Da müssen wir heute mal ein bisschen überziehen. Das macht aber auch nicht. Ja, mir kratzt heute so in Halt. Oh, bleib stehen, du blödes Fass. Ja, eine Minute So. noch. Ja, das schaffe ich leider nicht. Da muss ich leider ein bisschen überziehen. Wenn du es schaffst, kannst du natürlich nach halb aufhören. Ja, ich versuche es nochmal einzuparken. Und ich werde jetzt hier rausfahren. Ich bin schon fast am Fährhafen, aber. Lass mal. Reicht sie bin abschauen. Oh, ich wäre schon wieder übermütig hier. Aber wir müssen ja mal ein bisschen Gas geben, weil uns die Zeit gerade mal wegrennt. Hoffentlich komme ich jetzt gleich hier raus. Newcastle zum Fährhafen. Na! Ah, siehst du? Haben wir doch nicht aufgepasst.
Aber ich hab Zeitnot. Zeitnot. So. Oh. Ich sag's ja, meine Damen und Herren, ich und einparken rückwärts, es geht nicht gut. Ja. Echt, das ist schlimm. So, ich habe jetzt noch ein paar hundert Meter. Ein paar hundert Meter. Seht ihr, Naja. kann das Wasser schon riechen. Damit müssen die jetzt leben. Tut mir leid. So. Ich habe den hinten angestellt, damit müssen die jetzt leben, meine Damen und Herren. Jetzt kommt noch So. dieser komische Kreisverkehr, jo. So, auch gute Arbeit habe ich nur geleistet. Naja. 265 Kilometer, 6 Stunden 24. Und Tappe verdient 16.067 Euro. Ist doch ganz gut. Ja, ich habe aber Abzüge, Schäden. Ein paar Kisten waren verbeult. Und mich geblitzt haben sie mich ja gerade. Na, ich habe 269 Euro, ja, Abzüge bekommen. Na gut, aber das reicht für meine Sendung. Wir sehen uns dann, wenn ich die nächste Fracht wieder habe. Ja, genau. Und Na? ich bin jetzt auch gleich am Hafen. Ich fahr schon rein. Gut. So, ich mache dann jetzt mal Schiss und verabschiede ich mich hier von meinem Channel. Jo, und ich sage immer, ciao, ciao, ich muss wohl hier noch ein paar Sekündchen fahren, Ich aber kann aber auf dich warten, so ist es nicht. jo, ich bin eigentlich jetzt schon fast am Hafen. Ja, dann warte ich noch die paar Sekunden. Und das Wetter hier draußen macht mich auch fertig, man hört es schön. Und ja, wir fahren jetzt eigentlich, sind es bloß noch 200 Meter. Suchen wir jetzt eigentlich noch einen geeigneten Parkplatz und dann werde ich da auch. Ihr könnt ja schon mal einen Fähigkeitspunkt jetzt verteilen. Uff, was nehmen wir denn? Brennbares? Explosive Stoffe? Ich glaube, wir nehmen explosive Stoffe heute mal. So, wir stellen uns jetzt noch ordentlich hin So. hier. Jetzt darf ich explosive Geschosse, ja. Stoffe durch die Gegend fahren. So. Und damit bin ich am Fährhafen ein bisschen drüber, Ja, macht ja nichts. aber gut, dann sage ich auch mal vielen Dank fürs Zuschauen bei euch zur Seite und auf meiner Seite. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Abo oder ein Kommi. Bei Und mir genauso. richtig. Und wir sehen uns dann drüben in Frankreich wieder. Jo, Schüsseli. Tschüssi. Das kann schon wunder.